Erich, du bist unter den Trainern eine Legende. Das kann man wohl so sagen. Niemand außer dir kann auf 50 Jahre Trainingserfahrung zurückblicken. Und wie ich weiß, gab es in diesen 50 Jahren für dich noch nie ein Konjunkturtal. Ja, das ist in der Tat einmalig. Aber nicht überraschend. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ich jemals arbeitslos geworden wäre. Denn überall sehe ich Arbeit. Und da packe ich einfach zu. Und im Trainingsbereich ist es genauso. Es gab und gibt immer viel zu tun. Und die Auftraggeber wollen ja spüren, dass der Auftragnehmer als der Trainer es gerne tut. Also bekam ich immer Arbeit, teilweise Jahre im Voraus. So konnte ich gut allgemein wirtschaftlich schlechte Daten ausgleichen. Erich, wie hat eigentlich alles angefangen? Wie bist du auf die Idee gekommen, Unternehmensberater und Verkaufstrainer zu werden? Nun, da gab es mehrere Impulse. Der erste Impuls war banal, fast kindisch. Ich machte ja ursprünglich eine Lehre zum Industriekaufmann und da fuhren in meiner Lehrfirma plötzlich Jaguare vor. Entstiegen sind ihnen britische Unternehmensberater. Donnerwetter. Und die wurden von unseren Vorständen hofiert. Für mich war klar, hofiert wollte ich werden. Und der zweite Impuls? Ja, das war während meines BWL-Studiums. Da ließ ich keine Chance aus, ohne verschiedenste Unternehmensberater kennenzulernen. Das waren unter anderem Heinz Goldmann, Roland Berger, Jan Waage. Und letzterer beeindruckte mich am meisten. Eigentlich wollte ich nur ein Interview für meine Studienarbeit von ihm haben, aber er drehte das Ganze um. Und seine erste Frage war: Wann fangen Sie bei mir an? Verdutzt sagte ich, aber Sie kennen mich doch noch gar nicht. Oh doch, antwortete er. Ihr Werdegang, Ihre verkäuferischen Fähigkeiten und Ihre Hartnäckigkeit sind mir Zeichen genug. Tja, und so fing ich direkt nach dem BWL-Studium bei Jan Waage an. Als angestellter Juniortrainer, gleichzeitig als sein Assistent. Verkaufspraxis hatte ich davor zuhauf. Interessant, Erich. Und wie kam es zu deiner rhetorischen Klasse? Du hast doch als Jugendlicher noch gestottert. Ja, Andreas, das weißt du natürlich von der Erzählung. Nun, im Leben gibt es keine Zufälle. Davon bin ich überzeugt. Zum einen fällt einem zu, was längst fällig ist. Und deswegen war mein erster Rhetoriklehrer mein Pfarrer. Nach der Konfirmation zwang er mich auf clevere Weise, dass ich 2 Jahre lang Kinderkirche geleitet habe. Da bekam ich von ihm Tipps zum Auftreten ohne Ende. Und danach hatte ich allerlei Funktionen, bei denen ich immer wieder vor Gruppen auftreten durfte oder musste. Bei der Tanzstunde war ich deren Präsident. Bei der Bundeswehr war ich Vertrauensmann der Kompanie und sollte jeden Freitag die Aktuelle leiten. Tja, und als Student war ich Semestersprecher. Und da kommt man schon allmählich in Übung. Erich, da müsste dir ja heute alles nur so von der Hand laufen. Kein Vortrag zu einfach sein. Nein, so ist das glücklicherweise nicht. Noch heute habe ich vor jedem, ich betone vor jedem Auftritt Lampenfieber. Deswegen mache ich mir auch keinen Vortrag, kein Seminar leicht. Und wie überwindest du das Lampenfieber? Ganz einfach. Ich freue mich auf den Vortrag. Ich freue mich auf begeisterte Teilnehmer. Ich reibe vor Glück vorab die Hände und tue alles, dass ich von Anfang an das Glück in den Augen der Teilnehmer sehe. Tja, da muss man dann schon einen super Start haben. Übrigens auch ein super Ende. Sonst kann man nicht Schluss machen. Tja, ist Ihnen auch ein Licht aufgegangen? So wie vielen anderen meiner Teilnehmer auch. Ich hoffe es für Sie.